Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zum Fatclicker Racer. Das bin ich. Ich bin aktuell noch eine Schnecke, kann jetzt hier am Race teilnehmen und bin tatsächlich ziemlich, ziemlich langsam. Da vorne seht ihr das erste Tor. Mit jedem Tor bekommen wir Wins. Und diese Wins können wir gegen, naja, Essenshaustiere eintauschen, noch fetter zu werden und noch schneller zu werden. Aber ich glaube, im ersten Rennen wird das hier erstmal nichts. Das brauche ich eigentlich wohl, aber auch, also sie setzt sich aber auch nicht ab, ne? Die ist genauso lavaschig wie ich, ey. Mit Speed schaltet man auch verschiedene Outfits frei. Übelster Luxus-Businessman, Badeurlaub, Weihnachtsstyle, Fußball und der übelste Babo-Businessmaker, ey. 500.000 Wins brauche ich dafür. Das scheint mir sehr viel. Aber das erste Rennen ist Banane. Er schreibt, er ist ein russischer Abonnent. Weiß ich nicht, Lisa, ob das nicht gelogen ist. Das Spiel scheint sehr beliebt bei russischen Spielern zu sein. Ob du ja wirklich verstehst, was ich sage. Chleb, Molchow, Kaktipje, Servut. So ein paar Sachen kann ich, aber das war's dann auch schon. So, okay, let's go. Wir machen den Schnellfänger an. Und wir haben 100 Speed. 150, es leckt ein bisschen, ne? 170, 80, 200, also ein neuer Rekord ist das ja schon mal auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drüber reden. Mal sehen, wie schnell wir insgesamt werden können mit dem ersten Versuch. 319. Mal sehen, wie schnell wir jetzt... Alter! Oh mein Gott. Was sind das für dicke Bockwurstarme, Alter? Was ist das? Wir sind aber schnell, wir sind schnell. Wir kriegen auf jeden Fall einen Win. Ich müsste eigentlich 2 Wins sogar kriegen. Was? 4 Wins? Warum kriege ich so viel? Das ist ja komplett geil. Die haben jetzt neu reingepatcht, das Candyland. Wenn du 2 Rebirths hast, kannst du ins Candyland gehen. Und da bekommst du, ich denke, doppelte Wins. Das ist geil. Und du kannst jetzt craften. Das heißt, die Haustiere, davon haben wir aber noch keins, kannst du jetzt zusammen machen zu Shiny Gold Diamond. Was es da alles gibt, das müssen wir nachher rausfinden. Und was wir auch noch schauen müssen, ist, wie viel Wins wir jetzt kriegen. Wir kriegen, glaube ich, sehr viele. Das ist ganz geil. Ich würde ja gern sehen, wo ich hier bin, aber ich bin in so einem riesen Sammelsorium an Spielern. So ein Pulk, Alter. Ach doch, hier bin ich. Ey, da schiele ich durch die Rille, Alter. Da bin ich. Ich müsste, warte, ich bin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich bin 9. oder 10. oder so. Ja, kommt doch ungefähr hin. Boah, Alter, wie? Der hat 80.000 Speed. Ich habe 300. Da müssen wir noch besser werden. Da vorne sehen wir das Tor. Wirklich in der weiten Distanz. Wir haben aber auch noch 27 Sekunden Zeit. Das hitten wir noch. Ich muss mal gucken, ob man jetzt mehr kriegt. Weil das Tor ist ja besser. Kriegen wir jetzt mehr als 4 Wins? Okay, das ist wichtig. Wir müssen hier drauf achten. Wenn es 12 ist, dann kriegen wir für jedes Tor gleich viel. Wenn es mehr als 12 ist, kriegen wir mehr. Ah, okay, wir kriegen immer gleich viel. Das ist schon mal gut zu wissen. Mit 12 Wins können wir das billigste Ei holen. Wir öffnen die Butze mal. Da können nur 3 Haustiere drin sein, glaube ich. Habt ihr gesehen? Und wir ziehen die Banane. Tempo Boost 100. Ist das Schlechteste aber auch gewesen. Ich hätte die Kokosnussschale gerne haben können. So, dann equippen wir mal die Banane. Ah, warte mal, da stand irgendwas. Wow, wow, wow. Okay, wenn wir 3 haben, können wir es craften. Oder für 50 Robux. Okay, ah, verstanden. Die Banane sieht doch schon mal sehr, sehr geil aus, ey. 100 Tempo Boost gibt die uns. Das ist viel. Wir können uns außerdem hier einen limitierten Hotdog kaufen. Let's go. Danke, dass du dieses Produkt gekauft hast. Okay, es ist ein Haustier und es hat... Es muss stark sein. Eigentlich, es muss. 15.000! Ah, ja. Okay. 15.000. Alter, ich habe 15.000 Speed. Oh mein Gott, bin ich schnell. Okay, da haben wir jetzt aber ein bisschen was übersprungen, ey. Ich liebe diesen Hotdog. Guckt mal hier unten, wie ich hier Racer. Wir sammeln die Wins. Wins werden eingetütet, ey. Geil. Bam, ey, wenn ich noch 2 weitere Hotdogs kaufe, könnte ich die Hotdogs craften. Das wäre schon sehr geil, ne? Aber okay, sparen wir uns vielleicht noch auf. 15.000, let's go. Wir sind Dritter mit 15.000. Bam. Oh, jetzt kriegen wir 22 Wins. Nee, warte mal. Jetzt, wie waren das nochmal? Wir kriegen jetzt mehr Wins. Ja, das ist ja, je mehr Wins du hast, desto mehr Wins bekommst du. Das ist doch bei diesen Spielen immer so, oder? Müssen wir gleich mal verfolgen. Weil dann geben wir die erstmal nicht aus. Da sparen wir nämlich erstmal. Ich will mal gucken, wie weit wir... Ja, wir haben ja jetzt verspätet gestartet. Ich bin ja übelst spät losgelaufen nur. Ey, wir kriegen jetzt auch viel mehr pro Klick. Boah, da muss ich mal gucken. Ey, da wir... Ohoho! 16.000. 17.000. Und 18.000. Welcher Platz bin ich? Ja, okay, den zweiten überholen wir nicht, den Rob. Der hat 33.000, da brauchen wir noch ein bisschen was.
Boah, wir sind schon, Alter, das ist jetzt schon 18.600. Let's go, ich bin Erster. Nee, ich bin nicht Erster. Junge, die war so schnell, man hat das gar nicht gesehen. Aber ich bin Zweiter. Aber der ist hinter mir. Und wir setzen uns weiter ab. Warum? Warte mal. Achso, die Kamera war komisch. Ich dachte, ich bin Blitz McQueen. Lightning McQueen, Alter. Geil. Der Allerechte bin ich. Bin hier so am Sprinten. Ey, Leute, das ist unnormal. Wir haben einen Skin freigeschaltet. Wartet mal, guckt mal. Und zwar 14.000 Schritte. 600 Robux. Hier, das haben wir freigeschaltet. Boom, den Noob-Skin. Den haben wir noch nicht ganz, aber haben wir noch 1000 Wins für. Aha, jetzt passt, ey, Junge, mein Hut passt doch perfekt jetzt zu uns. Wir haben 3 Hotdogs. Das heißt, wir können die craften. Zu. Der sieht überwiderlich aus. 20.000. Aber warum sieht der so aus? Kann ich den nochmal craften? Den kann man nochmal craften. Wir haben ihn zur Endstufe gecraftet. Jetzt ist er... Oh! Okay, es ist doch cool. Dachte, sieht über waggy aus auf dem Bild, aber ist doch ganz cool. Wie viel gibt er jetzt? Warte, ich muss mal nachgucken. 25.000. Das ist schon leckerer, ey. Wir sammeln die Schritte. Oh, es hängt! 29.000. 30.000. Nicht vergessen, bei diesen Spielen, bei diesen Clicker-Racern, es ist immer so, je mehr Wins du hast, desto mehr bekommst du Speed pro Klick. Also es ist nicht immer klug, direkt Haustiere zu spammen. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Denn wenn ihr das immer für eure Haustiere ausgeht, bekommt ihr auch weniger Speed pro Klick. 33. Bin ich Erster? Nee. Rob ist immer noch vor uns. Der ist auch ein kompletter Macher, ey. Aber ich will dir Kopf an Kopf rennen. Aber das sind ja die Höchstspeeds, die Rekorde. Es muss nicht sein, dass sie aktuell diesen Speed auch haben. Wir wissen nur, dass sie ihn mal irgendwann hatten. Weil ich bin jetzt hier offensichtlich genau gleich schnell mit dem Russik. Obwohl der ja mit 80.000 viel schneller ist natürlich. Wir können uns zum Schneemann machen. Hä? Hallo? Ich möchte bitte den Schneemann. Ah, wir können nicht während des Rennens wechseln. Okay, wir haben aber den Schneemann freigeschaltet. Let's go. Und wir schaffen es auch einmal durchzuracen. Wie viel kriegen wir fürs letzte Tor? Das muss jetzt eigentlich nochmal einen dicken Boost geben. 1600! Da sage ich doch nicht nein. Und jetzt wieder von vorne. Okay, der 1600 ist schon sehr viel. Haben wir jetzt nicht schon den... Ah nee, da brauchen wir 15.000 Wins für die Melone. Okay. Wir sind jetzt der Schneemann. Passend zum November. Ey Leute, wir haben schon November, ne? Bald ist Weihnachten. Das ist mir gestern klar geworden. Ich dachte, wir haben den Rest Oktober, oder? Nee, Alter, wir haben November. Und auch der Schneemann ist natürlich der schnellste des Servers. So, wir brauchen jetzt 15.000 Wins für die Melone. Das gilt es als nächstes freizuschalten. Da brauchen wir dicke Wins, ey. Ja, ich denke mal, macht ein Haustier Sinn? Denke schon. Vielleicht macht ein Rebirth halt auch Sinn, ne? Bei 50.000 Speed gibt ein Rebirth. Das macht safe Sinn, weil dann kriegen wir einen Clicker-Boost, einen Win-Boost und wir kommen, wenn wir nochmal rebirthen, in die Cookie-Welt und kriegen dort doppelte Punktzahl. Also es macht auf jeden Fall Sinn zu rebirthen. 50.000 Speed, dazu brauchen wir... Ah, wir können hier das Haustier öffnen, guckt mal. Den Burger können wir uns nicht leisten, aber den Donut können wir uns leisten. Mal gucken, wie viel die geben. Ein Gelee-Donut. 3.400? Das ist doch sehr gut. Und nochmal. Nochmal 3.400. Und wenn ich jetzt nochmal eins öffne. Und ich muss... Oh, ich habe nur noch 3 Sekunden Zeit. Leute, wir müssen gleich drücken. No, ich habe 3-mal die schlechtesten bekommen. Das ist ja kompletter Quatsch. Jetzt müssen wir schnell alle equippen. Ausrüsten. So, und jetzt schnell drücken. Ja, wir drücken, glaube ich, haben zu spät angefangen für 50.000. Wie kann es sein, dass ich 4-mal den Gelee-Donut ziehe? Ich könnte den jetzt sogar craften. So, den machen wir weg, den machen wir hin. So, jetzt haben wir ja schon 41.000, bevor es losgeht. Jetzt sollten wir ohne Probleme die 50.000 hitten und dann sofort in den Rebirth rein. Da brauchen wir Wins. Ja, mal brauchen wir Wins. 50.000 Wins. Ah, wir brauchen 50.000 Wins für einen Rebirth. Ich dachte 50.000 Speed. Na, so kann man sich auch irren, ne? Ey, wir haben mehrere neue Skins freigeschaltet. Melone, Kürbis. Okay, das war's. Na, ich finde Melone cooler als Kürbis. Wir nehmen den. Die Melone, Alter. Es geht los, ich muss drücken. Warte, ich muss den Autoclicker machen. Autoclicker ist an. Perfekt, let's go. Die Melone, Alter, wird hier anders abspeeden. Passt mal auf, ey. 25.000 Wins. Oh nein, ist euch voll viel. Mann, das kostet ja Wins, dieser Skin. Ich war kurz vor dem Rebirth und hab mir den Skin gekauft. Ich dachte, die sind for free, man muss die nur freischalten. Ja, moin, hab die Hälfte meiner Wins ausgegeben. Ich bin komplett gebrochen. Aber wir haben den krassen, geilen neuen Rekord.
Der ist sogar, der ist überheftig, der Rekord. 70.000, komm, hitte. Oh, 69.000 nur. Ich sehe ja jetzt relativ normal aus mit meinem Melonen-Skin, ne? Aber ich zeige euch mal was. Wir können nämlich in die Cookie werden. Ich habe zweimal rebirthed. Ja, ich bin gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Okay, wir haben neue Haustiere. Das ist schon mal sehr wichtig. Es gibt hier ein neues Secret-Haustier. Ein Pudding mit einer Brille. Wie kosten die denn arschteuer bestimmt? Eine Mio! Ein, da spart der... Ich glaube, hier ist einer... Hier ist gar keiner in dieser Welt. Ja, die ist ja anders Top-Secret. Eigentlich müsste doch dieser Russik hier drin sein. Okay, okay, okay. Wir kaufen uns mal dieses geile Torten-Kuchen-Haustier. Wir haben den flambierten Kuchen bekommen. Warte mal, da müssen wir... Ein Donut muss weg und der flambierte. Oho. Geil, ey. Okay, das Rennen läuft gerade. Wir müssen kurz warten. Ey, warte mal, wir können doch jetzt in die Rangliste, oder? Wir haben ja jetzt schon 91.000, bevor es überhaupt losgeht, zu klicken. Wir haben Russik überholt. Wir sind die komplettesten. Ey, wir kommen jetzt in die Rangliste, ne? Mit dem nächsten Rennen sind wir Rangliste. Max Speed 99.000. Das schaffen wir safe. Let's go. Ah, hier ist er doch, der Russik. Ich bin schneller. Obwohl ich nicht mal geklickt habe, diese Runde. Ich habe euch nicht geklickt, das ist nur mein Haustier-Speed. Alter, ich bin so schnell. Ich habe ihn überholt einfach. Tja, mein Guter. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt für dich, ne? Aber mit meinem Secret-Haustier, den ich gekauft habe, da hat man keine Chance, ne? Das ist klar. So, wie viel kriege ich denn fürs Beenden? 4.000. Ja, es ist doppelte halt, ne? Also ein bisschen mehr sogar. Aber um jetzt 1 Million zu verdienen für das Haustier in dieser Welt, das dauert ein bisschen, Leute. 1 Million. Puh. Ey, der hat den Fußball-Skin. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir uns bereithalten, Leute. Ist der Autoklicker an? Autoklicker aktiviert. Das ist jetzt der Ranglistenversuch, Leute. Jetzt nicht blinzeln, Augen auflassen, Like abgeben. Nur mit der Kraft der Likes. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wisst ihr doch, schaffen wir jetzt die Rangliste. Ihr müsst jetzt hier genauso schnell, wie ich jetzt klicke, müsst ihr auf den Like-Button klicken. Also, naja, mein Autoklicker klickt. Aber symbolisch gesprochen, Leute. So, 3, 2, 1, Abfahrt. Okay, wir kriegen sehr viel pro Klick. 95, wir brauchen 99.000. Und wir sind in der Rangliste, 100.000. Und wir boosten uns nach oben in der Rangliste. Jetzt sind wir schon Top 80, weil da kann ich nicht gucken, wartet. 108.000, wir sind hier. 110.000, wir sind hier. 112, na okay, 112.000, wir sind hier. 115.000 hier. Wir scrollen weiter, 116.000. 79. müssten wir Pi mal Daumen sein. Ich steht über meinen Namen, mein Ranglistenplatz. Das ist ja übercool. Ich bin 72. Das ist einfach mein Rangname. Ich bin der Blitz 72. Da geht mehr, Leute. Da geht mehr. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Wir müssen mal kurz in die Welt davor. Wir können uns nämlich hier die Haustiere nicht leisten in dieser Cookie-Welt, ey. So, was haben wir denn jetzt? Wir können uns, glaube ich, den Burger lassen. Genau, zweimal den Burger. Jetzt gönnen wir einmal was Besseres als den Schle. Wir haben immer das Schlechteste gezogen. Käseburger. Der hat ja gar keinen Käse. Ah, ist wieder der Schlechteste, Mann. Ich will diesen Triple Whopper Super Big Mac, Alter. Oh, ich hab ihn wirklich bekommen. Mystisch, hä? 1%. Alles wieder gut gemacht, Spiel. So, jetzt können wir, das ist der Autoklicker, nicht irritieren lassen. Jetzt können wir hier den craften. Jetzt haben wir den in vergammelt, weiß ich nicht. Den rüsten wir aus, den unequippen wir, den rüsten wir aus. Dann was sind jetzt die besten? 50, 25, 10, 3, 8. Ah, dann brauchen wir den gar nicht tatsächlich. Ach doch, wir haben ja 5, warte mal. 8, 3, so. Okay, 3,8. Ja, ist halt jetzt mein Schlechtester, ne? Aber jetzt haben wir nochmal heftig geboostet. Jetzt habe ich 120.000. Also, nee, ah, ich habe den Autoklicker an, verdammt. 50, 60, 70. Okay, aber 10.000, der hat schon nochmal heftig geboostet, ne? Jetzt ist das finale Ranglistenrennen. Wir unequippen den Donut, equippen den Burger. Jetzt sind wir only Team Burger, Leute. So sieht das Ganze aus. Wir haben alles ready. Autoklicker ist aktiviert und Abfahrt. So, 120.000, damit sind wir Platz 70, aber den knacken wir jetzt natürlich, Leute, passt mal auf. Mit 130.000 wären wir schon 59. Aber das wird eng, 130.000 vielleicht. Ja! Okay, müssen jetzt irgendwas mit 59. sein. Alter, ich bin so schnell, das ist unnormal. Weil wir müssen ja gucken, man hat sich mal einen Rang upgradet. Jetzt sind wir aktuell 70. 63. sind wir. Das kann sich doch sehen lassen, Leute, oder? Absolute Maschinen sind wir. Kann ich einen neuen Skin eigentlich kaufen? Warte mal. Boah, der Fußball-Skin, den der hat ihn 60.000 Wins gekostet. Boah, der Alter, wenn du den Skin hast, bist du so ein
Boss, Alter. Aber der kostet 500.000, ey. Also das, wer hat denn 500.000 Wins? Ich würde sagen, wir können uns erfolgreich verabschieden vom Fat Race Clicker. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Wichtig, ein Like und ein Abo abgeben, 2 Klicks. Damit unterstützt ihr mich auf dem Weg zu 2 Millionen und unterstützt das Video natürlich auch, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns gleich. Euer Benson. Ciao.